Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Ja, ich würde mal sagen, der liebe Dave kommt jetzt mal gleich runtergespawnt, damit wir uns den Rest des Planeten auch nochmal ansehen können. Und ja, in dieser Folge werden wir jetzt, wie ich in der Ende der letzten Folge schon mal angekündigt habe, auch mal was Ordentliches machen. Ah ja. Ich habe ein Worker-Shirt. Geil. Ja, kommst du jetzt noch mal runter? Dave! Komm doch mal runter! Junge, jetzt komm doch mal! Mein Gott, lässt du unser Publikum warten. Och, ich glaub's ja nicht, ey. Mit dem kann man echt nirgendwo hingehen. Das zieht sich immer bei dem. Immer, das sage ich euch. Dave? Jetzt komm doch mal! Junge, was machst du da oben die ganze Zeit über? Sachen! Hausverschönerung! Okay, wie ich dich kenne, guckst du dir wieder Pornos an. Nein. Sicher? So ist doch nice. Du räumst denn das da ganz sicher um, ne? So, hier unten wartet schon mal das Empfangskomitee auf dich. Dass das so aussieht, war ja jetzt aus Versehen. Das war nicht beabsichtigt. War's wirklich nicht. Na komm, oh, da ist es kaputt gegangen. Au. Mal diese... Oh. Hier können wir auch noch mal ein paar Sachen mitgehen lassen. Vor allem erstmal die Tür hier. Was ist das da oben? Nice, das nehmen wir auch gerne mit. Okay, Mist, jetzt habe ich keine Erde mehr. Das wird jetzt ein... Nein, und ich bin drauf geladen und ich bin auch daneben. Nein, spring noch mal daneben. Gut. So, die Tür nehme ich auch nochmal nicht. Junge, ich brauche dringend Bandagen. So, hier haben wir nochmal Eisen. Jawohl, hier haben wir Eisen. Jetzt komm nochmal runter, Junge. Wir wollen dem Let's Play auch mal was bieten. Nicht so ein Scheiß, wie du immer machst. Ja, ja, du weißt, was ich meine, ja. Was machst du da oben überhaupt die ganze Zeit über? Ach ja, und was ich auch noch ankündigen muss, ist, dass wir bald mit dem lieben Johnny Block TV, Johnny Block, wenn du jetzt zusiehst, lieben Gruß von mir, mit dem werden wir in naher Zukunft auch nochmal ein Let's Play machen, also von Starbound. Und zwar werde ich sagen, dass es dann vermutlich Gastauftritte oder so sein werden. Dass wir dann einfach mal zu dritt ein paar Runden Starbound zocken. Ja, darauf freue ich mich auch schon sehr. Aber natürlich freue ich mich auch, dass wir jetzt auch das überhaupt auch geschafft haben. Weil, stell dir das mal vor, wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten, dann hättest du nur du mit dem zocken können. Ja. Ja, und jetzt können wir endlich gemeinsam als Team... Was? Das Ding, was du gefunden hast, da kann man 64 Sachen reintun. Okay, ich muss jetzt mal die Musik ein bisschen leiser machen, weil das dröhnt mir die Ohren voll. Mitten im Kampf, sodass ich dich überhaupt nicht hören kann. Ja, da fliegt der Scheißvogel runter. Oh, aus der Luft gefischt. Matrix-Style. Da kommen die Vögel. Oh, Hitchcock. Junge, wie viele sind die denn? Au!
Ja, übertreib! Aus der Luft gepickt. Und ich bin tot. Sauber. Wenn wir auf diesem Planeten nichts Großartiges mehr finden, könnten wir auch zu mir rübergehen, ne? Mein Schiff steht ja auch noch auf einem Planeten. Ja, ich kann auch einfach weiterfliegen. Kommst du nicht? Doch, klar, das ist mal machen wir jetzt. Ja, okay. Ich guck mich dann nach einem Planeten um. Guck mal, wie ich das gemacht habe mit dem Licht und so weiter. Warte, ich guck mal eben. So, jetzt muss man dazu sagen, ich kenne mich nicht aus. Was muss ich drücken, um das alles zu machen? Warte, ich mach. Nein, ich mach. Ich will's ja auch wissen. Junge. Sag doch einfach. Wie soll ich sagen? Ja, welche Taste muss ich drücken, um zur Sternkarte zu kommen? Geh mal da weg kurz. Ich muss das selber kurz sehen. Ok. Rechte Maustaste und dann noch mal rechte Maustaste und dann kannst du also entweder einmal rechte Maustaste oder noch mal rechte Maustaste. Ah, okay, ich sehe es, gut. So, dann wollen wir mal gucken. Aber wir müssen in diesem System erstmal, sonst habe ich nicht genug Zeit. Ja, ja. Da haben wir Biom Award, nee, dafür reicht das Fuel nicht. Reicht es dafür? Nee, nee, okay, dann gehe ich mal dahin, das müsste näher dran sein. Biom Moon. Nee, das ist auch alles viel zu weit weg, Junge. Da haben wir noch Asteroiden. Nee, ich würde sagen, wir haben noch viel zu wenig Kohle. Achso, im gleichen Sonnensystem könnten wir möglicherweise... Forest. Sollen wir zu einem Biom Forest? Ja. Okay, dann auf dahin. Auf Go musst du dann, ne? Ich hab auf Go gedrückt. Ach so, vermutlich ist das der Planet, wo wir gerade drauf sind. Okay. Forest. Nehmen wir mal den. So. Also das Fuel ist weg. Okay. Jetzt hat sich gerade das Wetter also komisch gedreht. Junge, tust du den Schreibtisch nah? Geht doch. Was hast du gedrückt? Alles ganz normal. Da drauf geklickt auf den Planeten und auf Go. Ja, das habe ich auch gemacht und nichts ist passiert. Ne, das Fuel trotzdem weggemacht. Komisch. Na, jetzt habe ich kaum Fuel, das heißt Kohle abbauen. Jo, aber sowas von. Und das sieht jetzt eigentlich ganz gut hast aus. Du den Stuhl? Tu den da mal vor den Schreibtisch. Oh ja, ich hab den. Dann tu den mal vor den Schreibtisch da. Ja, ich tu dir auch mal mein Dingens rein, mein Eisen. Ja, nicht vor den Schreibtisch, das soll ja eigentlich mehr als Truhe dienen. Ich tu den Stuhl... Das soll als Truhe dienen. Na klar, da kann man noch Sachen reintun. Kann man sich da überhaupt draufsetzen? Wart nochmal, bevor wir runtergehen. Dann brauchen wir noch so ein Hauptteil. Egal, komm, lass runter. Ui. Oh! Sauber Planet ausgesucht, Dave. Ich weiß, der ist gut. Sieht ganz gut aus. Möglicherweise können... Ey, warte, du hast das wieder. Ja, okay. Möglicherweise könnten wir ja sogar unseren Hauptplaneten setzen. Lass mal hier ein Haus bauen. Das ist über viel Holz. Ja, ja. Sieht richtig gut aus. Dann können wir nämlich auch... Sauber, und hier haben wir dann auch noch ein Schneegebiet. Das ist Sand. Oh. Ja? Nein, das ist Schnee. Du siehst doch das ganze Eis da. Oh, Kohle.
Okay, womit... Also wir brauchen dringend eine Workbench. Also mach schon mal... Feld haben wir schon mal ein paar Bäume. Oh, hier ist ein anderer. Oh, die kriegen dann eine Eisentür. Sehr schön. Jawohl. Warte, komm schon, du kleines Stück Kohle. Ja. Sauber, was hast du denn da gefunden? Krass. Nice. Jawohl, jetzt haben wir auch noch einen Ofen. Ich nehme die Fackel auch mit. Nein, das wird nur Dingens sein. Nur zum Hinstellen. Dekoration. Für unser Haus. Ja, ja. So ein Endgeil. Ich bräuchte ja auch mal ein paar Bandagen. Ja, eben. Das tut ja Material abbauen. Oh! Ich habe eine schicke Truhe mit einer Axt drinne. Nice, jetzt kannst du auch schon schnell Sachen machen. Ja, warte, ich... Nein, ich meine eine Axt zum Zuschlagen. Ist aber schlechter. Mit Swing die Speed ist die schlechter. Oder doch, die ist schneller. Warte, ich teste mal eben den Unterschied zwischen den beiden. Und nehme auch nebenbei noch die Kiste mit. Das ist die. Das ist der. Jo, also die ist definitiv schneller, die nehme ich. Das andere Schmerz schmeiß ich mal weg, ja? Jo. Jo, sauber. Dann laufe ich hier mit einer fetten Axt durch die Gegend. Junge, was sind das hier für Bisasams? Das sieht genauso aus wie dieses Pokémon. Kennst du das? Dieses Bisasam oder wie das heißt? Jawohl, War Alien Meat. Junge, sind die heftig. Ich bin gleich tot. Aber ich nehme dich noch mit. Und... dich! Ah ne, du bist noch nicht tot. Weg mit dir! Kamanossi-Style, Milch bringt nichts um. Mit Schuss. So, mal gucken, was kann ich machen. So, da haben wir hier noch schon ein bisschen Kohle. So, ich habe 8 Bandagen, wenn du willst, kann ich dir welche abgeben. Sauber, mach, lauf ein bisschen weiter nach vorne, dann müsste ich da gleich kommen. Ich schmeiß die dann einfach in das Loch von mir rein. Oh Junge, ich brauch dringend eine Axt. Ja, klar. Achso. Wen jagst du denn da? Oh, oh. Was ist? Komm runter. Ja, ja, ich komme hier. Mein Gott. Alter. Und ich bin tot. Geil. Ich habe ja gesagt, ich bin beim nächsten Treffer down. Ja, ich bin auch tot. Okay, wir brauchen dringend neue Klamotten, also bessere Rüstung. Also machen wir uns als erstes eine Workbench. Ja, Junge, jetzt machen wir uns aber unten im Haus. Junge, ich mach jetzt erstmal. Alter, unser Raumschiff ist doch zu voll. Wir machen nur einfach unten ein Haus. Junge, ich mach einfach eine Werkbank und. Mega viele Woodplanks. Ich mach einfach eine Werkbank, bring dir mit. Wie kann man Sachen craften? Mit welcher Taste? C. Wo bist du? C. Im Schiff oben. Ich bin da gestorben. Ja, okay, aber nimm die mit. Crafting Table, dafür braucht man 35 Wood. Ah, ich mach mir mal eben ein paar Woodplanks. Ich weiß schon, dass ich das machen kann, wenn du willst. Und ich mach mir trotzdem Woodplanks. Oh, ich hab keine. Ich bin genug Sachen. Okay, dann behalte ich erstmal die 36 Stück. Achso, ich bin in meinem Schiff. Ey, irgendwie müssen wir das ändern, dass ich nicht mehr in meinem Schiff spawne. Oh. Warte mal. Komm mal her. Ey, warum? Ich hab da auf dieses Minus geklickt, du bist bei mir jetzt nicht mehr links angezeigt. Okay, jetzt bist du wieder da. Wie kann ich es machen, dass dein Schiff make... Warte, komm mal ich mach her. Mal make leader. Ja, warte. Nimm mal. Ah, okay. So, komm runter auf den Planeten, ich mach auch schon eine. Hui! Okay, dann mach uns mal ein Crafting. Ich bin weg von so, warte, ich komm ich auch. Auf. Was ist
da denn passiert? Und der Timer ist, die Zeit ist um. Jawohl, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war ja mal ein genau passendes, geiles Ende. Dann bis gleich, bis zum nächsten Mal von Let's Play Starbound.